So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist euer spiritueller Anarchist. Ich habe heute einen Gast hier, und zwar den YouTuber Methode. YouTuber Methode hat Psychologie studiert und er ist jetzt heute hier und wir möchten uns heute mal unterhalten über Spiritualität, Erfolgscoaching und ja. Methode, möchtest du mal ein bisschen vorstellen, was du so machst und wie du auf mich gekommen bist und so, was deine Interessensgebiete sind? Ja. Ja, also ich bin der Methode. Hallo, erstmal alle zusammen. Grüß dich, danke, dass du eingeschaltet hast. Also ich habe einen YouTube-Kanal, der auch Methode heißt. Ich beschäftige mich hauptsächlich ja, mit Potenzialentfaltung, Bewusstseinsforschung, Persönlichkeitsentwicklung. Also mein Ziel ist, dir die besten Methoden zu geben, wie du so schnell und effektiv und einfach wie möglich an dein Ziel kommst und deine Lebensqualität erhöhen kannst. Ja, also mir fällt ja gerade ein Video von dir ein, das Video Selbstdisziplin, ja. Und da haben wir gedacht, okay, das ist eine Sache, wo vielleicht ein bisschen was brauchen könnte in Sachen Selbstdisziplin, weil ich bin schon auch jemand, der damit Probleme hat. Also ich sitze ja gern am Computer, ich sitze viel am Computer und ich denke mir dann oft immer, Mensch, ihr müsst mal Sport machen, also die Wampe müsste auch mal weniger werden und so. Aber ich komme irgendwie nicht aus dem Schritt, also ich komme irgendwie nicht raus, also ich habe da ein bisschen Probleme, da irgendwie mich ein bisschen zu disziplinieren. Und ja, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen, Methode, was können ich denn machen, ein bisschen, wie kann ich ein bisschen meinen Willen stärken? Gibt es irgendwelche Tipps, wo du vielleicht hast, wo man sagen könnte, okay, das könnte ich vielleicht machen oder was könnte meine Einstellung ändern? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sitze, ich sitze jetzt am Sessel, bin so richtig faul und gucke wieder bei Facebook und da poste ich und da noch einen Kommentar und so. Aber eigentlich müsste ich mich schon längst auf die Socken machen und mal eine Runde joggen zu gehen. Was können die denn machen? Was können die, gibt es irgendwelche Glaubenssätze oder was gibt es denn für Tipps? Was würdest du sagen? Was würde denn so schnell helfen jetzt in meinem Fall? Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich ein bisschen mit dem Gehirn auskennt, wie das Gehirn funktioniert, weil da kann man dann viel damit machen. Zum Beispiel ist es ja so, es gibt das limbische System, das sitzt ungefähr hier. Das ist so wie deine Emotionen zuständig. Und es hat so eine Schutzfunktion. Also es versucht einfach nur, also es musst du dir vorstellen wie ein kleines Kind, das limbische System. Und das will nur Spaß haben. Das will nur Freude haben, das will nur, dass es ihm gut geht. Und denkt gar nicht nach. Und dann gibt es noch vorne den präfrontalen Kortex. Der ist praktisch die Ratio. Der ist dafür zuständig, dass du entscheiden kannst, dass du handeln kannst, dass du Entscheidungen triffst. Und wenn ich jetzt weiß, dass das Problem ist ja oft, du musst dich zu irgendwas überwinden. Da kommt sofort das limbische System. Das springt an und sagt, oh, Gefahr. Das könnte unangenehm werden. Lass es lieber bleiben. Und das sendet dann ein Signal an deinen präfrontalen Kortex, der wieder dafür verantwortlich ist, dass du entscheiden und planen kannst. Und du findest dann einen rationalen Grund, warum du es nicht machen solltest. Ja, Und wenn die man sogenannten Ausreden. wenn man die Funktion erkannt hat und weiß, dass es die gibt, kann man versuchen, das System zu überlisten. Das habe ich auch in einem Video ein paar Minuten erklärt. Kann man sich gerne anschauen bei mir. Okay, das ist ja der sogenannte innere Schweinehund, ja, könnte man Kann sagen man auch. sagen, Ja. ja. Aber man muss ja, bevor man was überlistet oder bevor man was ausschaltet, ist ja immer die Frage, hat es irgendwo einen Sinn? Dass man sagt, okay, man muss erstmal den Sinn begreifen, warum das überhaupt da ist, ja. Und dann kann man sagen, okay, das brauche ich jetzt momentan nicht mehr. Also diese Firewall, die da herrscht, also die kann ich jetzt doch in dem Moment abschalten. Meine Frage, was ist denn so der Sinn von einem inneren Schweinehund? Was könnte das für einen Sinn haben? Hat es nicht auch von der Natur irgendwo einen Sinn, dass es irgendwo den Menschen vielleicht irgendwas nützt oder schützt oder Ja, auch immer? natürlich. Ja. Ja. Also der Sinn ist, dass du überlebst, Mhm. wenn man es von der Okay. Evolution her betrachtet sieht. Der Sinn ist, so wenig Energie wie möglich zu verschwenden. Das heißt, und deswegen gibt es das limbische System. Das versucht dich zu schützen, dass du nicht eventuell zu viel Energie verbrauchst. Weil damals war es ja essentiell, dass man so wenig Energie verbraucht wie nur möglich, um zu überleben. Ja. Und das ist eigentlich schon der große und ganze, Dass man, großen und lass mal ganzen bloß ein Sinn. bisschen zusammenrutschen, Ja, so dass man dann nicht. gut, dass man bei der Ja. Kamera sind. Ja, das denke ich nämlich auch. Es ist ja vielleicht auch ein Schutz zum Beispiel vor Ausbrennen. Ja, es gibt Genau, ja zum ja. Beispiel auch viele Leute, die an Burnout, zum Beispiel in den Burnout sich hinein rennen sozusagen, und da kann ja der innere Schweinehund so ein bisschen ein Schutzfaktor sein oder ein bisschen da dagegen agieren. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ja,
Es ist natürlich auch so, dass wenn man sich dann natürlich zu sehr auf diesen Schutz einlässt, dass das dann immer, diese Schutzhülle dann immer dicker und dicker wird, dass die dann immer noch dicker einholt und dass es dann immer schwerer wird, aus dieser Schutzhülle rauszubrechen. Also dass man diese Feuerwall, dass immer schwerer wird, diese Feuerwall, sag ich jetzt mal, auszuschalten. Und weil man sich immer mehr auf diesen Schutz einlässt und es immer mehr quasi phlegmatischer wird sozusagen. Und man muss dann halt vielleicht irgendwie schrittweise rauskommen, was vielleicht aber einfach auch gar nicht so einfach ist, ja. Ja, das war jetzt mal schon mal so ein Beginn, das war schon mal ein guter Talk so mit dir. Also war mal ganz interessant mit in Sachen Selbstdisziplin. Es gibt ja viele Erfolgscoaches hier auf YouTube. Ja, da gibt es ja dann den Rudolf Helmer zum Beispiel, den Master Key und wie heißen sie, Christoph Bischoff oder wie sie heißen und Michael Mager und so weiter. Also gibt es ja viele Erfolgscoaches, ja. Wo ich halt ein bisschen ein Problem habe, ist so, wenn man das einfach, wenn man die so als Guru ansieht und wenn man das also so bedingungslos annimmt. Vielleicht nehme ich jetzt auch ein bisschen einen Gegenpart, so als Verteidigung der Erfolgscoach-Kritiker oder, also nicht der Erfolgslosen, nicht, aber ich sitze immer so, ich sehe halt auch ein paar Sachen kritisch. Kann man ja mal vielleicht so einen Dialog führen, also wo ich zum Beispiel halt ein Problem habe mit dem niemals aufgeben. Mhm. Also ich finde einfach, wenn dann jemand sagt, man darf niemals aufgeben an der Sache, dann sind die das schon fast schon ein bisschen gefährlich, ja. Weil es kann ja sein, dass zum Beispiel eine Sache zu einem überhaupt nicht passt und dass man sich dann auch in einer Sache verrennt. Oder wie denkst du darüber, Methode? Also ich sage jetzt mal, vielleicht sollte man immer nicht sofort aufgeben. Ja, dem kann ich ja zustimmen, aber so dieses Heroische, ich habe da ein bisschen ein Problem bei den Erfolgscoaches, so mit dem heroischen Gedanken, ja, niemals aufgeben und der Rollstuhlfahrer, der soll einen Stabhochsprung erwarten und jeder kann, wenn er will. Also ich finde das ein bisschen gefährlich. Also, oder was sagst du dazu? Also ich bin da, manche Sachen oder manche Punkte denke ich dann halt doch ein bisschen kritisch und sage, hey, nimmst die Leute nicht so als Guru, sondern nimmst wirklich das auf, was für euch eben nützlich ist und selbst nimmst es nicht so eins und eins auf. Ja. Also man muss sich halt überlegen, was will ich denn überhaupt? Also was ist mir wichtig? Und dann muss ich auch schauen, ist es wirklich realistisch auch, das Ziel? Also ich bin nicht einmal 1,80 Meter groß, für mich ist es total unrealistisch, jetzt nehmen wir mal an, Model zu werden. Das ist einfach nicht drin bei mir. Okay. Also Brian will das auch nicht einreden, dass das zum Beispiel möglich wäre. Solche Sachen eben. Es kommt ja darauf an, was setzt du dir zum Ziel, wenn du jetzt zum Ziel hast, dass du abnehmen willst, dann spricht da eigentlich nichts dagegen. Also was spricht dagegen? Dann musst du halt dann deinen inneren Schweinehund praktisch dann bezwingen. Weil da gibt es jetzt eigentlich nichts, was man sagen könnte, okay, das ist jetzt total schlecht an dem Ziel. Also ich wüsste eigentlich nur Positives an dem Ziel, jetzt zum Beispiel abzunehmen oder halt einfach gesünder zu leben. Aber wie gesagt, wenn es ein total unrealistisches Ziel ist, dann sollte man sich halt die Frage stellen, okay, oder wenn ich überhaupt nicht das möchte, jetzt angenommen, du studierst ein Fach und studierst es nur, weil dein Vater gesagt hat, du sollst es jetzt studieren. Du weißt aber von Anfang an, dass du gar keinen Bock drauf hast. Niemals Bock drauf hast. Dann ist es natürlich schlecht. Also dann niemals aufzugeben, das ist dann schwierig. Wenn es jetzt was ist, was dich wirklich interessiert und du lernst es, wie zum Beispiel jetzt bei mir aus die Psychologie, hat mich wahnsinnig interessiert und ich liebe es und ich studiere auch immer noch, weil man hört nie auf zu lernen. Ja. Also man muss sich ständig weiterbilden. Aber auch da war es oft anstrengend. Sehr anstrengend, weil da gibt es auch wiederum Sachen, die ich nicht mag, wie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Statistik, ist sehr mathematisch, macht es nicht so Spaß, aber da muss man sich dann auch einfach durchboxen, wenn man jetzt den Abschluss will. Man muss ja wissen, was will ich, ist es mir wirklich wichtig, habe ich ein gutes Grundgefühl dabei und wenn ich das habe, dann weiß ich eigentlich, dass ich es erreichen kann und muss. Also muss jetzt ein Anführungszeichen. Aber da wäre es dann, und deswegen, wenn du jetzt ein Ziel hast, ich weiß nicht, was du für ein Ziel hast. Ja, also wie gesagt, mein Ziel wäre jetzt zum Beispiel ein Meister der Astralreisen zu werden, also Astralreisen richtig zum Lernen. Ich sehe das Ziel moralisch okay, ich schade ja niemandem damit, also es ist ja von dem her in Ordnung. Es erweitert mein Bewusstsein, ja, und ich kann auch Fähigkeiten erlernen in der astralen Welt, was ich gehört habe, wo ich dann, was dann in meinem Unterbewusstsein ist und was ich dann wieder umsetzen kann, auch zum Beispiel bei meinen Büchern, ja, die Kreativität entwickeln, sowas ist alles in der Astralwelt möglich. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Ziel, ja, wo ich schon erreichen möchte, also wo ich schon auch die Motivation habe
und auch dabei bleiben möchte. Ich habe ein bisschen ein Trauma, muss ich sagen. Also, ich habe mal auch, weil meine Verwandte, Bekannte mir das eingeredet haben, habe ich Metallbauerlehre gemacht. Also, ich war zuerst Industriemechaniker. Das war mir einfach zu hoch, hat mich nie interessiert. Also, da war auch übelste Erlebnisse gehabt. Mobbt worden von Lehrlingen und so, die sogar handgreiflich geworden sind. Also ganz schlimme Sache, da könnt ihr mal auch schon ein eigenes Video machen. Und dann habe ich nochmal in einem geschützten Umfeld dann mal eine Metallbaulehre gemacht, auch nur mit Ach und Krach und also mit ganz viel Energieaufwand, viel gelernt und gemacht und so und habe die dann auch nur mit Ach und Krach geschafft. Bin dann raus aus der Lehre. Hab dann versucht, als Metallbauer zu arbeiten und dann die erste Firma, wo ich dann drin war, war voll der blöde Chef, der hat nur noch gebrüllt. Beim kleinsten Fehler ist er gleich ausgerastet und so. Und ja, auf jeden Fall, und ich habe da einfach nicht Fuß fassen können. Obwohl ich das gelernt habe, obwohl ich mich bemüht habe, war ehrgeizig, aber irgendwie musste ich mir dann eingestehen, obla, das war ja doch eigentlich nicht meine Bestimmung. Also irgendwo muss meine Bestimmung doch woanders sein. Also diese Metallscheiße, sorry, wenn ich das so sage, die hat mich nur Unglück gebracht. Also das ist vielleicht ein bisschen so mein Trauma, weil ich auf die Gesellschaft gehört habe, die immer gesagt hat, du musst kämpfen, du darfst nicht aufgeben und so. Und ich habe dieses Heroische geglaubt und habe mich da voll verrannt in dem ganzen Scheiß. Ich war dann nur noch unglücklich und war dann glücklich, wo ich aufgeben habe. Das muss ich also so sagen. Also ich sage halt mal, manchmal ist es vielleicht doch gut, wenn man aufgibt. Deswegen bin ich so vielleicht ein bisschen der andere Part oder so, oder für sie ist es ein bisschen anders, weil ich einfach solche Erlebnisse und solche Erfahrungen gemacht habe. Also, wie gesagt, niemals aufgeben, muss ich sagen, ist ein Schmarrer. Ja? Nicht gleich aufgeben, das ist ja okay. Jetzt hat mir zum Beispiel mal einen Fall gehabt, jetzt muss ich aber was sagen, Christian, mit dem Video, wo nicht geklappt hat. Ja? Da habe ich aber schon gesagt gehabt, weil wir haben ja dann ein Programm, wir haben versucht, ein Skype-Video aufzunehmen. Das hat nicht geklappt, weil die Programme da nicht in Ordnung waren. Ja, die war lizenziert, ist eine lange Geschichte hin und her. Und dann bin ich schon narr geworden und hat mich schon genervt und so. Und dann habe ich gesagt, dann soll es halt nicht so sein. Da hast du ja gesagt, ist ein Schmarrer. Ja. Aber hinterher, muss ich doch zugeben, habe ich recht gehabt. Weil hinterher war es dann so, dass man das Video dann, als ich das dann trotzdem veröffentlicht habe, obwohl das dann also von der Qualität her voll beschissen war, kam dann der Wunsch von dem, um das Video ging, ja, vielleicht kann ich da später nochmal drauf kommen, der dann gesagt hat, nee, lass das Video, das schadet uns und so, und aus Respekt habe ich dann das Video dann doch gelassen. Also, wie gesagt, manchmal ist es halt so, da muss man halt entscheiden, vielleicht aus dem inneren Gefühl her, ob das jetzt wirklich gut ist, ob man da jetzt wirklich nur Energie investieren soll oder nicht. Das ist ja immer die große Frage, ja. Oder wie siehst du das? Also, Ja, da das muss ist man halt die halt. Mitte, das ist halt auch schon mal schwer zu sagen. Also, ist ja oft so, das Gefühl, leider in der Psychologie wird das immer oft vernachlässigt, also so die Intuition, obwohl die Intuition ja verdammt wichtig ist. Also, man hat ja oft zum Beispiel ein erstes Gefühl, wenn du jemanden kennenlernst, hast du sofort ein Gefühl, mag ich den nicht. Und ich sage jetzt mal, so 70, 80% liegst du immer richtig beim ersten Gefühl. Und das ist eine gute Quote. Und klar kannst du auch daneben liegen. Jetzt in dem Fall war es halt glücklich, dass es. Okay, dass es halt jetzt so war. Also haben wir uns die Arbeit erspart. Das war okay. Aber man weiß es halt oft nicht auch. Und man muss versuchen, überall die Mitte zu finden. Also wie gesagt, wie wichtig ist mir ein Ziel? Will ich es unbedingt haben? Passt es zu mir? Habe ich ein gutes Gefühl dabei? Und wenn es so ist, dann kann man ja wirklich alles versuchen, das auch zu erreichen und sollte eben nicht aufgeben. Weil es wird immer so kommen. Also sobald, da kommt wieder das limbische System. Ich habe ja erstmal, ich will irgendwas erreichen. Jetzt sagst du zum Beispiel, du willst Meister der Astralreisen werden. Hast du ein gutes Gefühl dabei? Das limbische System sagt, ja, geil, Astralreisen, super, mach das. Du fühlst es jetzt schon. Es fühlt sich gut an. Aber wenn du jetzt darauf hinarbeitest, dann kommen die Tücken. Da musst du auch Arbeit investieren. Du musst meditieren, du musst dich mit der Materie auseinandersetzen. Das ist alles harte Arbeit. Das hört sich dann einfach an am Anfang, aber es ist wirklich ein langer Weg dorthin. Und da könnte es dann auch wiederum sein, dass du sagst, ach komm, ich lasse es lieber bleiben. Es hat keinen Sinn, ist nicht meine Bestimmung, zum Beispiel, könntest du jetzt wieder sagen. Aber du sagst mir ja, du hast ein gutes Gefühl dabei und es macht dir ja Spaß. Also du gehst ja schon den harten Weg. Aber du hast jetzt nie gesagt, so, ihr hörst jetzt wieder auf, oder du immer gesagt hast, ah, ich merke, dass ich Fortschritte mache, es macht mir nach wie vor Spaß, aber es ist hart. Es ist trotzdem anstrengend. Also jetzt zum Beispiel, zum Beispiel mit der Schriftstellerei ist es ja so, dass ich jetzt einfach eine Pause einlege. Ja? Also es war ja schon, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Unfreie Arbeit ist Scheiße. Ja? Also verkauft war jetzt nicht so der Hit, sag ich jetzt einmal. Und jetzt habe ich ein zweites Buch, das Fantasy-Buch.
Und es ist jetzt auch schleppend, sage ich jetzt mal. Es geht jetzt ein bisschen schleppend voran. Und jetzt bin ich natürlich auch noch überlegen, ob das jetzt meine Bestimmung ist oder nicht, ob ich jetzt noch weiter Energie, weil es natürlich harte Arbeit war. Also ich habe mordsmäßig Energie, also da braucht man keiner was sagen. Also es ist wirklich eine Sache gewesen, wo ich.